Ja, hallo, mein Name ist der Mike. Ja, ich grüße euch. Ich habe jetzt überlegt, mir doch mal das Video doch reinzusetzen. Ich habe ja Anfang letzte Woche, schon ein paar Tage her, habe ich ja schon mal euch was gezeigt, ein Vibo Quad Klinge. Das hatte ja einen Doppelgabel oben gehabt, aber ich habe das ein bisschen jetzt verändert, indem ich eine dicke Platte hier oben dran gesetzt habe als Klinge. Und ihr sieht auch schon, da leuchtet oben was drauf. Das soll so eine instabile Klinge sein, so art wie bei den Prätorianergarde, was unten rausgeschossen kommt. Das andere ist nur der Clou ist, dass die Klinge hier oben unten ist. Also man hat das hier unten drin hängen. Und da hält man die Lichtschwerter Schläge ab. Und unten diese Klinge wird noch geschliffen, damit es auch wie eine Klinge aussieht. Ja, zum meinen erstmal zu dem Griff. Den Griff habe ich mit so einem, wie heißt das, so einem Eisenschutzlack lackiert. Ich muss auch gleich hier richtig ein bisschen lüften wieder. Und dann habe ich das mit einem Seidenmatt schön nochmal drüber lackiert, damit das so ein bisschen so rustikal aussieht. Dann habe ich noch hier solche Bänder drauf gewickelt. Und damit man besser Griff hat. Aber mehr Gewicht geht nach vorne. Muss man vorne auch was über einfallen lassen. Ich zeige euch ein bisschen näher. Hinten. Muss aufpassen, dass ich nicht rankomme. Und die Klinge sieht so aus. Ich zeige euch schon mal von vorne. Und so sieht es ja von meiner Seite aus. Ja, ich kann ja mal ganz kurz was erzählen über Vibo-Klingen. Vibo-Klingen sind ja, wie man ja schon aus der älteren Star Wars-Geschichte kennt. Hier unten ist ein, wie nennt man das? Ah, jetzt komme ich auf den Namen jetzt nicht. Ein Motor, der vibriert die Klinge. Das heißt, wenn man irgendwas draufschlägt, wird das durch diese Vibration schneller durchgetrennt. Das Material in der Star Wars Geschichte ist Kretis-Legierung. Eine Legierung, die sehr hitzebeständig ist und flexibel ist und kann auch Lichtschwerterhiebe abfangen. Also ist sehr hitzebeständig und flexibel. Es gibt ja auch Durastal und die ganzen Sachen, ganze Legierungen, die dafür geeignet sind, um solche Klingen herzustellen. Und deswegen gibt es diese Geschichte auch, diese Vibro-Klinge. Ihr könnt auch in YouTube gucken. Vibro-Klinge Star Wars, gibt es mehr Erklärungen davon. Und jetzt habe ich gedacht, machst du eine schöne Vibro-Klinge mal anders. Ihr denkt euch jetzt natürlich, was habe ich mit dem anderen gemacht? Ich hatte ja vorne so eine Doppelgabel gehabt, das wird eine andere Waffe. Und dieses Kostüm von Kylo hat auch damit was zu tun. Das ist eine Art wie so ein schwarzer Prätorianergarde, so ähnlich, aber ein bisschen anders. Ich werde mir auf jeden Fall was einfallen lassen, damit das eine sehr schöne Geschichte wird. Und ich freue mich auch, wenn das fertig ist. Es fehlen ein paar Details, die ich noch unten befestigen werde, vielleicht ankleben werde oder das machen würde. Aber erstmal ist es so halbwegs fertig. Boah, hier ist es warm. Sorry, Mann. Ich bin am Ölen ohne Ende. Ich weiß nicht, du. Also. Gut. Wie schon gesagt, das andere wird mal gebaut. Ich muss ja noch ein paar Löcher reinbohren, weil die Klinge ist noch ein bisschen lose. Ich habe das mit ein oder zwei Schrauben nur befestigt. Da wird alles noch richtig stabil gemacht und sonst was. Wie kämpft man mit der Waffe? Ganz einfach. Der Gegner geht so her, macht so. Er wehrt sich mit der Klinge ab oder zündet oben dieses kleine Nischschwert und fängt die Schwerter so ab. Oder. So ist die Kampfposition. Also es ist komplett aus diesen hitzebeständigen Legierungen im Film, weil es ist sehr hitzebeständig, also jetzt nur nicht echt, sondern nur in der Geschichte. Und von daher ist das ganz gut. Ja, ich wollte euch erstmal ganz kurz nochmal zeigen, bevor das Jubiläum anfängt. Einiges bestehen YouTube. Habe ich gedacht, das möchte ich euch gerne nochmal zeigen. Und es wird aber jetzt ein kurzes Video, weil ich momentan sehr viel. Ja, ihr wisst, was ich meine.
Ich hoffe, dass es irgendwann mal so richtig besser klappt mit allen. Mit den ganzen Bauprojekten, die ich noch vorhabe. Weil erstmal, ich denke mal, erstmal momentan für ein paar Tage erstmal Ruhe sein, weil ich meine Werkstatt umbauen möchte, da muss ein bisschen mehr Platz rein, damit ich endlich mal mehr weiterkomme, weil ich muss unten ein bisschen rumrücken, weil es ist mir aufgefallen bei dem langen Ungetüm, weil ich muss auch mal gucken, dass ich mir nicht lackieren tue, weil es geht auch mehr auf die Gesundheit ein bisschen, auch diese ganze Lackierung. Muss ich mal gucken, was ich mache, eine Maske und sonst was dazu kommt. Und ja, natürlich auch werde ich bei einem bestimmten Ausgelegen, sage ich jetzt mal, einen Wunsch erfüllen. Ich werde mal gucken, dass ich mal eine Klinge mache, die ausgefahren wird, dass ich die verändern tue, so wie Transformers-mäßig. Da werde ich auch mal gucken. Aber erstmal wollte ich euch das erstmal zeigen. Da werde ich jetzt abschließen das Video. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da oder Daumen hoch. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder, denn es das heißt, Mike hat gebaut. Ich zeige euch noch einmal ein paar Stellungen, wie das aussieht. So, mach's gut, euer Mike und tschüss.